lustige Situation hier gerade bei World of Tanks. Es ist bald Halloween zu diesem Zeitpunkt. Heute haben wir noch den 19. Oktober. Und wir wollen mal gucken. Es gibt nämlich ein Spezial. Wir werden mit diesem mit dem Panzer jetzt MT wieder Gänger mal in eine Runde reingehen und gucken mal, was passiert. Finde und zerstöre die Untoten. Sammle grüne Materie, die das Fahrzeug zerstört. Wer fällt nicht was? Liefern Sie die sammelte Materie. Oh. So, wir müssen mal gucken. Wir warten jetzt auf die Spieler. Wir sind jetzt hier unter 5 Leute. Ist die Frage, dunkle Front. Schließen Sie sich zusammen, um so viele grüne... Alter! Jetzt wird's mir laut. Ich weiß nicht, ob ich laut genug bin. Also wir müssen die Materie sammeln, also die Leute zerstören, Materie sammeln, hierher bringen und dafür kriegen wir Punkte. Ich habe gerade 34 Millisekunden. Alter. Was ist das für ein Kran hier? Was ist das für ein Panzer, bitteschön? Alles klar, Junge. Bleib doch mal chillig hier. Da ist noch grüne Materie. Okay. Da hinten ist doch noch was Grünes. Ach, und dort kommen erst die Gegner zum Forschen oder was? Ja, jetzt habe ich auch eine grüne Materie. Okay, wir haben... What the fuck? Pure Angst. Alter. Ist ja wirklich pure Angst hier. Also hier hinten kann man gerade richtig gut sammeln. Ist bloß die Frage, ob ich nicht gleich sterbe. Guckt euch immer die Riesenpanzer an. Was ist ein netter Spielmodus im Moment. Ich muss sagen, ich sammle hier eigentlich ziemlich gut erstmal für das Team. Mehrere Quellen, das ist Hans. Das wird der Rahn wohl entdeckt. Ich würde mal sagen, ich sammle erstmal das hier. Und dann fahren wir erstmal hoch zur Basis. So. Wo ist die Basis? Die ist hier oben. Kommen wir hier hoch? Nein, das ist eine Mauer. Da ist eiskalt eine Mauer. Oh, da hinten geht's los. Habe ich den? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das war. Jedenfalls ist er tot. Und das ist wichtig. So. Wir bringen jetzt 18 Essenzen. Das ist natürlich recht nett. Aber irgendwie höre ich bloß auf einem Ohr. Ach, und jetzt kann ich mich dadurch heilen.
Weg ist er. So, jetzt haben wir hier hinten noch ein bisschen Sets. Das ist natürlich die Frage. Aber wir sollen uns ja eigentlich als Team zusammenschließen. Alter! What? Also, schnell schießen kann er. Das haben wir jetzt rausgefunden. Also, die Gegner können schon schnell schießen. Das ist gut zu wissen. What the fuck? Spawn ich einfach vor mir. Was? Alter. Guckt euch mal diese Lebensleiste an von dem. Kann man von hier oben was ausrichten? Nee. Okay, da geht's ab nach unten. Also ich finde das schlimm, der Panzer ist recht schnell. Ich würde mal sagen, die sind hier drüben dran, deswegen fahren wir auch mal mit hier rüber. Wir sollen uns ja als Team zusammenführen. So, bisher sehe ich noch keinen hier. Da wurde auch mal einer zerstört. Ja! So läuft's ab. Also ich muss sagen, schnell noch was einsammeln hier. Scheißegal, ob wir irgendwie drauf gehen oder nicht. Und Gefechtsende. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Grüne Materie abgeliefert. Okay, wir haben jetzt alle 166 auf unserer Liste. Aha. Also wir müssen... Jetzt können wir Stufe 2 machen. Das heißt, wir brauchen 1000 Materie. Ah, ist natürlich die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Okay, gut. Ich würde mal sagen, lassen wir uns erstmal bei dem Part, obwohl... Ich würde mal sagen, wir gehen am besten in noch eine Runde rein. Denn wir haben ja mal zwei Runden, die wir eigentlich zocken. Und das ist schon recht nett. Da können wir mal gucken. Also wie gesagt, der Modus ist an sich relativ geil. So. 27 Sekunden wieder, um uns ein bisschen zu entspannen. Ich glaube, hoffen mal. Also wir werden jetzt hier geradeaus durchfahren. In die Richtung. Die dunkle Front. War damals auch vor uns auch gerade die dunkle Front oder die grüne Front?
Obwohl ich glaube ich nur eine, oder? Gibt es nur eine Map? Also gut zu wissen, wir müssen jetzt am besten so viel Materie sammeln, wie es geht. Jo, da mal sein. Da sind sie aktiv, da sind sie jetzt aktiv. Ja Leute, ich könnte mal Hilfe gebrauchen, nicht wahr? So, weg ist er. Ja, jetzt können wir weiter sammeln. Am besten eben mehr so als 100. Was sind 100 Punkte schon irgendwie? What the fuck? So, kann ich die jetzt hier triggern irgendwie? Warum steht denn jetzt hier niemand? Warum entsteht hier noch niemand? Also die haben natürlich leichte Probleme, habe ich das Gefühl. Deswegen werden wir mal zurückfahren. Wo ich glaube, der fährt auch erstmal hoch. Da gehen wir auch erstmal weg. Schaffen 13 ist ja genug. Das schöne, schöne, schöne. Fällt mir. Na komm, mal gucken, da 12. Weil... Nee. Also, wenn wir grünes Material haben, fahren wir schneller, also okay. Das heißt, viel Material sammeln. Sagt man Ping? Naja. Ist relativ human. Obwohl so human ist er natürlich auch nicht. Oh fuck. Alles klar, jedenfalls habe ich den jetzt weg. Ich weiß vor allem nicht, wo seine Panzerung ist. Das ist das richtig miese daran. Und wir müssen jetzt unbedingt wegschaffen. Sonst sind wir gleich tot. Das will ich auch nicht sein. Fahren wir mal lieber eine Runde rum. Sammeln können wir ja anscheinend nichts mehr. Außer da hinten, aber da wird auch wieder so richtig stark sein. Also für 34. Ist irgendwie schon traurig. Diese Runde sieht richtig, richtig traurig aus. Kann aber auch sein, dass wir uns da ja auch mehr jetzt auf die Gegner konzentrieren, als in der letzten Runde auf die Punkte. Jedenfalls wird das schwer.
Frage ist, habe ich sie jetzt gut getriggert? Oder war das jetzt ein Fehler, dass ich reinfahre? Ich glaube, dass ich sterbe, ist sicher. Wenn ich für meine Leute noch ein bisschen die Spur frei halten. Ich lebe! Alter! Ich hab's überlebt! Das ist geil. Oh fuck. So, mit 5 können wir auch nicht viel anfangen, aber wir haben jedenfalls etwas noch geschafft in der Runde. Die letzten paar Sekunden, am besten wäre, wenn jetzt alle nochmal schnell ihr Zeug wegschaffen. Einfach nur aus Sicherheit, dass wir die Punkte haben. Wovor werden sie nicht angerechnet? Da ist jemand explodiert, ja. So, jetzt ein paar Sekunden. Bringt eigentlich nicht mehr loszufahren. Aber wir tun uns ein Skill hier noch ein bisschen vorführen, nicht wahr? Naja, 122 weniger als vorhin. Schade, schade Schokolade, Leute. Aber ich würde mal sagen, das war's mit dieser Runde. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nur oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich im Kommentar ab. Mehr davon sehen wir auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mansi. Ciao, ciao. Jetzt können wir natürlich hier noch kurz gucken. Sieg, 122 Punkte haben wir gut geschrieben bekommen. Bringt eigentlich nichts. Adieu, adieu. Auf Wiedersehen.